Hallo Freunde der gläsernen Gelbsucht, hier ist euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei mir in meinem kreisrunden Springfield. Stimmt nicht mal, es ist eigentlich viereckig, aber egal jetzt. Hey, ach stimmt ja, genau, ich habe ja, ihr dürft jetzt Zeuge werden, wie ich reich werde. Ihr fragt immer, oder ich werde oft gefragt, wo ich meine ganzen Donuts her habe. Hier könnt ihr sehen, ich hole mir jetzt einmal hier drei Donuts ab. Und dann hole ich mir nochmal hier 10 Donuts ab. Das heißt, 300, das wäre nicht schlecht. 13 Donuts auf einen Streich. Gewinne einen Verbrecherkampf. Auch das werde ich dann noch hinkriegen. Gewinne einen Verbrecherkampf, aber es müssen 3 sein. Applaus, EA. Gut, gibt 100 Sammelkarten. Kann ich im Moment sowieso noch gut gebrauchen. Ich bin auf dem besten Wege, mir die Blablabla Charcoal Briquette. Heißt die, glaube ich, Charcoal Briquette? Ups. Hier, die Charcoal Briquette zu holen. 3200 knapp habe ich schon. Plus die 100, die da noch kommen. Wäre ich dann schon bei 3300. Wie viel brauche ich denn hier? Wie viel kriege ich denn überhaupt? Oder was? Achso, ich muss 3 So, dann würde ich sagen, bevor hier zu viel passiert, machen wir es wieder wie gewohnt. Ich zeige euch, was sich bisher so ereignet hat in meinem Springfield. Mit den Worten, was bisher geschah. Ich habe bestimmt die beste Sammlung von Filmrequisiten in ganz Springfield. Ach was, in ganz Amerika. So. Mann, du hast ganz schön viele kleine Sachen. Dir fehlt das eine große, coole Prunkstück. Ach so? Der Röntgen-Truck. Ah, das eine große Prunkstück. Alles klar. Normalerweise mag ich es nicht, wenn mein sauberer Schnaps einen Schuss bekommt. Aber das war klasse, Homer. Ja, du hast uns alle davor gerettet, als Krabbe zu leben. Obwohl ich mich schon darauf gefreut hatte, im Ozean bewusstlos zu werden. Mann, ich fasse nie wieder Soylent Red Produkte an. Zum Teufel mit Dr. Grabokov. Aha. Mit ein bisschen harter Arbeit gelingt es unseren Helden ganz Springfield zu heilen und dann der Krabbe persönlich entgegenzutreten. Verschwinde hier, Krabbe! Du kannst dich nicht ewig unter einem Stein verkriechen! Ihr Narren, ihr habt vielleicht meinen Plan, Springfield einzunehmen, durchkreuzt, aber ihr habt nur eine kleine Schlacht gewonnen! Ihr werdet niemals mein Sicherheitssystem durchbrechen können! Die Sequel Squad kann alles durchbrechen! Oder zumindest alles zerbrechen! Lass Schurken das Sicherheitssystem sabotieren, alles klar. Fertig! Die Security der Krabbe war einfach zu deaktivieren. Es gab wirklich einen großen roten Knopf mit der Aufschrift Security deaktivieren. Lästern kann jeder. Ich habe mal versucht, ein komplexes Stück Technik mit Krabbenscheren zu bauen. Du arme Sau, jetzt tust du mir aber echt leid. Eine Krabbe im Käfig. Ihr habt vielleicht mein hochentwickeltes Sicherheitssystem deaktiviert, aber versucht doch meine Handlanger zu besiegen. Nur. Himmelsfinger, wir brauchen dich jetzt. Alles klar. Here I come. Here I go. Here I come. Tippe Kriminelle an. 50 Stück. Und gleich 3 Stück auf einmal. Und noch einen hinterher. Ich krieg euch alle. Weiter so, Himmelsfinger. Ich wusste, dass wir auf deine Hilfe zählen können. Na klar, auf mich könnt ihr immer zählen. Ich bin euer Boss, ihr seid meine Schützlinge. Helden, vereint euch! Die Zeit ist gekommen, dieser teuflischen Konstruktion ein Ende zu setzen. Versuch dein Bestes, Fallout Boy! Ja. Na gut, ich versuche mein Bestes, kein Thema. Tortenmann hilft mir dabei. Und Fallout Boy hilft mir auch dabei. Also ich helfe mir quasi dann selbst. Fallout Boy hilft sich selbst. Hilft dir selbst, dann hilft dir Himmelsfinger. Sagt man doch so schön.
Objekt freigeschaltet. Gegenstand jetzt platzieren oder in den Speicher legen. Das ist mein Röntgen-Truck. Den platziere ich natürlich direkt, wobei ich natürlich dann keinen Platz habe. Wie schon für mein Röntgengerät. Egal, ich stelle dich jetzt einfach mal hier hin, dass du wenigstens schon mal gut zu sehen bist. Aha! Bringt das jetzt deine nichtssagende Kritik zum Schweigen? Den Teil mit groß hast du hinbekommen, aber einen Röntgentrag? Langweilig. Na toll. Jetzt habe ich gerade was Großes. Erst beschwert er sich, er braucht ein großes, cooles Ding und dann... reicht's ihm doch wieder nicht. Heilige Mutter, was ist das für ein Ding? Wir müssen hier verschwinden, und zwar schnell. Rennt um euer Superheldenleben. Hä? Warum will Fallout Boy so schnell die Fabrik verlassen? Fürchtet er sich vor etwas? Könnte es die Geheimwaffe der Krabbe sein? Spiele weiter, um mehr Preise freizuschalten und vergiss nicht, dich am 19. Juli für das epische Ende anzumelden. Heißt das, es ist schon wieder alles vorbei oder was? Ich hoffe doch stark nicht, was die Story angeht. Sonst muss ich leider kotzen. Was ist das? Mama... Was ist das? Ich kenne das nicht. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich setz das mal hier irgendwo hin. Du hast eine Überraschungsbonusbelohnung erhalten. Spiele weiter den Irrsinnsmodus, um zu sehen, was du sonst noch finden kannst. Ja, Überraschungsbonusbelohnung ist es auf jeden Fall, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Ist ja geil. Muss ich direkt mal gucken nachher, was ich kenne das nicht. Ich kann das nicht einordnen im Moment. Ich glaube nicht, dass das im Katalog zu finden ist, aber ich werde es sehen. Mir gedacht habe. Ich kann das Ding nicht finden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das sah jetzt aus wie, ich weiß nicht, Zuckerrohr oder Mais oder irgend sowas in der Richtung, aber ich habe es nicht finden können. Seit Stretch Dude Incorporated ins Geschäft eingestiegen ist, habe ich keine einzige Leiter verkauft. Ja, Quicky Markt verkauft Leitern. Stretch Dude Inc. muss gestoppt werden. Zu meinem und zum Wohl meiner 8 Kinder. Das ist wohl wahr, ja. Da muss er dran denken. Lass Apu Stretch Dude Incorporate trotzen. Ja, trotz dem großen Unternehmen, dem Riesen. 24 Stunden, na gut. Ja, probieren wir das doch jetzt gerade mal aus mit Bartman und Stretch. Oh. Diese Figur ist bereits Teil eines ausgewählten Teams. Entferne diesen Kämpfer aus deinem Team, um sein anderes Outfit hinzuzufügen. Okay, funktioniert also nicht. Gut zu wissen, aber ich wollte es ja mal ausprobiert haben. Ne? So, und nun sind wir wieder live mit dabei. Live im Geschehen, am Geschehen. Muss mal gucken, ob ich denn hier... Ach so, sammle Krabbensaftdosen und schalte das Science-Water-Paket frei. Ja, auch das wird demnächst passieren. Stretch Dude. Apu hat Stretch Dude Incorporated getrotzt. Stretch Dude, du dienst meine Geduld. Lass es bitte mit deinem fantastischen, elastischen Geschäften. Armer Apu. Nichts, was nicht mit ein bisschen Geld zu regeln wäre. Bald. Du kannst mich bezahlen, damit ich mit dem Dehnen aufhöre. Mit einer saftigen Summe natürlich. Mein Geschäft wird sich erholen, dank der gewohnten Bestechung von Unternehmen. Ach so, davon lebst du also. Das erklärt einiges. Glückwunsch, du hast Wende des Schicksals Teil 5 beendet. Was ein Glück, hat das Schicksal so viele Wände. Hoffentlich hat es auch eine Decke und einen Fußboden, sonst fällt man durch. Durch das Schicksal durchgefallen. Ach, ich kann ja hier oben Geld. Ich kann ja hier oben Geld. Ist das sowas wie, ich habe Rücken, ich kann Geld? Naja. Ja, ich fürchte fast, das war es jetzt schon wieder gewesen. An Story-relevantem.
Mehr gibt's nicht. Also die, ich bin vom dritten Akt, was die Dialoge angeht, so ein kleines bisschen enttäuscht, was die Story angeht im dritten Akt. Bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil es passiert irgendwie nicht so viel. Aber ich werde auf jeden Fall nachher mich hinsetzen. Na, auf jeden Fall weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall vor, mich nachher hinzusetzen und mein Casino, meine Casinos endlich mal in Ordnung zu bringen. Wir werden das natürlich dann entsprechend auf Video bannen und hochladen, damit ihr mir dann dabei zugucken könnt, beziehungsweise nachverfolgen könnt. Ich werde das Ganze dann natürlich im Highspeed-Verfahren wieder ablaufen lassen. Also ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst dann da nicht hängen und mir das, keine Ahnung, das wird sehr wahrscheinlich, ich tippe mal, es wird bestimmt eine Dreiviertelstunde wird es bestimmt dauern, wenn nicht sogar länger, bis ich mit dem ganzen Gedöns da fertig bin. Kann ja mal gucken, kann mal gucken, ob ich das, vielleicht sage ich dann am Ende des Videos, wie lang mich diese Aktion jetzt, wie viel Zeit mich diese Aktion jetzt wirklich gekostet hat. Ich müsste da sehr wahrscheinlich 2 oder 3 Videos draus machen und das ist ja blöd dann. Will ich auch nicht. Es soll gefälligst ein Video sein, dann wird ein bisschen Mucke unterlegt und dann gibt es quasi im Schnelldurchlauf einfach, könnt ihr zugucken, was ich da wie gebaut habe, wie ich mir das, ja, wie ich es mir gedacht habe, das seht ihr dann natürlich nicht. Könnt ihr nicht in mein Köpfchen reinschauen. Glücklicherweise nicht, denn das würde ja bedeuten, mein Kopf wäre kaputt und offen. Und das wollen wir ja wohl hoffentlich alle nicht. Dass mein Kopf so kaputt ist, dass man reinluren kann. Zumindest möchte ich das nicht. Und deswegen möchte ich auch nicht, dass ihr das möchtet. Klar? Ich wollte das nur mal erwähnt haben. Und damit wir hier klare Fronten geschaffen haben. Nicht, dass ihr gerne auf die Idee kommt, hier. Lass mal dem seinen Kopf öffnen. Das könnte interessant sein. Hey, den Irrsinnsmodus. Den nehme ich noch mit und dann gibt es noch ein paar Kämpfe und dann mach schon wieder Winke-Winke. Oh, 35. Und diesmal kriege ich nichts. Ich habe jetzt schon zweimal, bevor ich es wieder vergesse, ich habe jetzt schon zweimal Sachen bekommen, die ich nicht kenne, die ich nicht finden kann in meinem Katalog zum Kaufen. Eben bei diesen komischen Spielchen da. Und zwar ist das einmal das hier. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß zwar, was das sein soll. Das soll dieses Münster sein. Aber ich habe keine Ahnung, wo man das sonst herbekommt und was genau das ist und wo man das herbekommt. Und das hier. Ich weiß ja nicht, was das da ist. Was ist das? Zuckerrohr? Mais? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das gewonnen und ich kann das nicht finden im Katalog, dass man das irgendwo kaufen könnte. Heißt sehr wahrscheinlich, das war irgendwas Event-spezifisches, dass man jetzt im Nachhinein halt nicht mehr kaufen kann. Aber ich habe es halt trotzdem gewonnen. Finde ich ja irgendwie gut, aber ich würde halt trotzdem gerne die Möglichkeit haben zu wissen, was es denn überhaupt ist. Nun gut, dann, wie eben schon gesagt, gibt es jetzt noch schnell die Kämpfe. Let's go.
So, damit sind die Kämpfe durch. Und wie ihr gesehen habt, Stretch Dude und Bartman kann man nicht zeitgleich miteinander in einem Kampf kämpfen lassen. Ich hab's gesagt, wenn ich dran denke, dann werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und es funktioniert leider nicht. Dann mache ich doch schnell meine Tagesherausforderungen. Meine 100 Sammelkarten. Da sind wir bei 3.500 von 4.000, die ich benötige, sprich Charcoal Briquette, bald gehörst du mir. Mir ganz alleine. Ja, dann würde ich sagen, war's das schon wieder von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie euren EA-Nick zum Beispiel. Bei mir ist zwar kein Platz, ich sag's immer wieder, trotzdem werde ich seltsamerweise immer wieder gefragt. Sprich, die Leute, ihr guckt meine Videos gar nicht bis zum Ende. Sonst wüsstet ihr ja, dass in meiner Nachbarschaft persönlich kein Platz mehr frei ist. Trotzdem werde ich immer wieder gefragt. Aber wenn ihr euer Nick unter meine Videos schreibt in die Kommentare, dann besteht ja die Möglichkeit, dass andere Leute, die auch auf der Suche nach Nachbars sind, nach Nachbarn sind und meine Videos ansehen, euch in deren Nachbarschaft aufnehmen. Und ihr könnt natürlich immer noch, wenn ihr wollt, mir eine Ingame-Anfrage schicken, MarioZock72, so wie hier auch. Und sobald bei mir Platz ist, was ja in regelmäßigen oder in unregelmäßigen Abständen passiert, werde ich euch dann in meine Nachbarschaft aufnehmen. Und ihr werdet dann auch besucht irgendwann, früher oder später von mir, in einem meiner YouTube-Specials. Wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr in meine Nachbarschaft wollt, aber nicht in einem meiner Videos auftauchen wollt, dann müsst ihr mir das unbedingt sagen, denn dann juckt mich das kein Millimeter. Ihr kommt trotzdem in einem meiner Videos dran. Da kommt ihr nicht dran vorbei. Wenn ihr das nicht wollt, dann dürft ihr mir keine Anfrage stellen. Ganz einfach. Nur so könnt ihr das vermeiden. Anders geht dem nicht. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.